Hallo Leute, ganz herzlich willkommen. Was, Retro unter der Woche? Ja, es ist eine Ausnahme, denn heute ist ja das große Halbfinale der Europameisterschaft. Deutschland gegen Frankreich, dachte ich mir, machen wir einen Smash-Hit, nämlich Nintendo World Cup. Habe ich vor 2 Jahren schon mal in meiner damaligen Reihe WM-Fieber gezockt und ist immer wieder ein Spielchen wert. Und ich habe am Anfang überlegt, den politisch unkorrekten Spruch "Geh doch nach Hause, du Froschfresser" zu bringen. Aber da fiel mir ein, die Franzosen sind ja Gastgeber, das heißt, die sind schon zu Hause. Gut, drum habe ich überlegt, werde ich ihn nicht bringen. So, ich habe mir ein Passwort im Internet besorgt, um hier Deutschland gegen Frankreich auch antreten zu lassen. Und das ist 03313. Wenn ihr euch das mal notieren wollt, könnt ihr das auch detailgetreu simulieren. So. Deutschland gegen France. Ja, Vive la France wird heute Abend vorbei sein. Hoffen wir es doch mal. So, wir changen mal die Positions. Im Tor war damals, wie hieß der? Andy Köpke. Deswegen hier. Verteidigung macht der Thomas und der Olaf. Die 4, Lothar ist der Libero. Und im Sturm Rudi Völler und die 6 Jürgen Klinsmann. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Perfekt. Ist eigentlich egal, was wir hier aufstellen. Die sind alle gleich schnell oder langsam. Wir benutzen die Triple-Funktion und jeder darf mal ein Tor schießen. So, es geht los. So, das bin ich hier, der gerade mit dem Ball, mit den großen Augen. So, und die Franzosen sind für ihr ruppiges, unfaires Spiel bekannt. Das heißt, wir müssen hier sehr hart spielen. Aber nicht zu hart. Obwohl. Steht 1:0 übrigens so nebenbei. Ja. Bin mal gespannt. Es ist natürlich ein absolut realistischer Fußballsimulator hier in Nintendo World Cup. Es gibt zwar keinen Schiedsrichter und Abseitsregeln gibt es schon mal gar nicht. Aber es gibt 2 Tore und es gibt ein paar Leute auf dem Platz. Nicht mal 11 pro Mannschaft, aber ist ja wurscht. Warum nicht 11, haben viele gefragt. Weil ich glaube, der Gameboy wäre geschmolzen vor lauter Rechenleistung. Man sieht hier schon, das blinkt ohne Ende. Das liegt nicht an mir. Das war damals auf dem Gameboy wirklich so. Weil sich einfach so viel Sprites bewegt haben, das konnte der Gameboy rechenmäßig kaum bewältigen. Und deswegen hat es geblinkt. Okay. Es sah allerdings auf dem Gameboy damals nicht ganz so brutal aus, weil der eine langsame Reaktionszeit hatte, das Display des Gameboys. Und es, da war dieses Geblinke nicht ganz so extrem zu sehen wie hier. Deswegen, sorry, ich kann es nicht ändern. Müssen wir jetzt durch. Tor! 2:0! Nach kürzester Zeit. Geht schon mal zum Buchmacher. Wettet schon mal darauf, dass heute Abend mindestens 15 Tore fallen werden. Setzt 2 Euro und ihr seid reich. 3:0! Oh, die Franzosen. Ich habe sie etwas zu hoch eingeschätzt, kann das sein? Etwas zu gut. Guck mal, ich kann sogar mit dem Ball ins Tor marschieren. Ganz gemütlich. So. Und bisher ein realistisches Fußballergebnis. Deutschland, Frankreich, 4:0. Nach 2 Minuten kann man schon mal so sehen. Und 5:0. Also das ist ja hier ein Fliegenfänger, den ihr Torwart. Ist ja albern. Guck mal hier. Ich muss nicht mal tackeln. Ich kann dem einfach mal nett fragen, gibst du mir den Ball? Und er sagt ja. Oh. Der sieht ein bisschen aus wie Louis de Funès, der Torwart. Vielleicht ist es auch. Oh, der hat schon auch damals nicht mehr gelebt, als dieses Spiel erschien. 1990. Da war der bestimmt auch schon knapp 10 Jahre tot. Und Tor. Hey! Jetzt hat er langsam gelernt zu reagieren. Ist ja ein echter Manuel Neuer. Obwohl, das ist kein Manuel Neuer. Der geht ja keinen Schritt vor seinem Kasten hervor. Manuel Neuer würde jetzt hier rumlaufen, am Mittelkreis. Ja. Wenn ganz Deutschland den Atem anhält, weil das Tor leer ist, aber der Manuel, der weiß immer, was er tut. 7:0 übrigens, ja, das könnte, ja, die Franzosen könnten das Spiel noch drehen. Sie haben noch alle Chancen. Guck mal hier. Ja, was machen wir denn? Ach, das ist eine herrliche KI. Ich meine, damals war man froh, dass man überhaupt so was Ähnliches wie Fußball auf dem Gameboy hatte und mitnehmen konnte. Und es ist schon amüsant. Es hat mit Fußball nicht viel zu tun, außer die 2 Tore und der Ball. Das ist auch schon alles. Der Rest ist so halt, ne, einfach mal Spaß.
ein Fun-Soccer-Game, kann man sagen. Obwohl das damals schon als seriöses, ernsthaftes Fußballspiel verkauft wurde. Kann mich erinnern. Aber ich find's damals wie heute cool. So, es steht 9:0. Ja, das läuft, würde ich sagen. Deutschland ist so gut wie im Finale. Ich möchte mal so einen Superschuss machen. Das ging ja auch irgendwie. So, komm, schieß. Oh, da war nicht genug Bums dahinter. Elchi ist übrigens auch schon im WM-Fieber. Zeige ich euch gleich mal in der Halbzeitpause. Im Moment kann ich nicht. Ich muss Fußball spielen. Ja, mach doch mal. Mach mal eine Bombe. Okay. Abstoß. Eines der wenigen Mal, wo das Spiel die Regeln beachtet. Hey, was war das? Salto Mortale hier. Bam! Ja, genau. Weggetackelt. Ich glaube, der steht heute nicht mehr auf. Komm, noch 7 Sekunden. Ein Tor schaffen wir noch. Und... Bäm! 10:0! Zum Ende der ersten Hälfte. Fantastisch. Komm, mach ihn kaputt. Schönes Standbild. 10:0 zur Halbzeit. Und hier, guck mal. Elchi im WM-Fieber. Es hat ihn gepackt. Obwohl seine Heimmannschaft Island leider schon ausgeschieden ist. Schade. So, zweite Halbzeit. Wollen wir aber das 20:0 noch schaffen? So nicht. Ich finde, die Franzosen in diesem Spiel sehen nicht am lustigsten aus. Das tun irgendwie die Japaner und die Spanier. Die Spanier haben alle so Flamenco-Hüte auf und die Japaner laufen alle mit Brillen durch die Gegend. Sehr, sehr herrlich. So. Da guckst du, Louis de Finesse. Gut. Bonsoir, Monsieur. So, das ist Lukas Podolski hier. Können wir mal sagen. Der hier sieht ein bisschen aus wie Thomas Müller. Deswegen macht er auch viele Tore. Ich hoffe, dass Thomas Müller heute endlich mal ein Tor schießt. Ich habe darauf um Geld gewettet. Ich habe gewettet, Thomas Müller schießt ein Tor und Deutschland gewinnt. Wenn das stimmt, dann... kriege ich ein nettes kleines Sümmchen. So, nächstes Tor von Thomas Müller. So, da kommt wieder Lukas Podolski. Gib da mal ab, Lukas. So, das hier ist Mesut Özil. Obwohl, ich glaube eher der... den Augen nach zu urteilen ist eher... bin eher ich Mesut Özil. Ja, ich glaube... er ist auch so schmallippig, weil er nie die Hymne mitsingt. Und Tor. Spannendes Spiel, hm? 14:0. Gut, Frankreich ist von dem Spiel nicht so stark eingestellt, weil Frankreich war 1990 nicht so eine gute Fußballmannschaft, glaube ich. Das ist, glaube ich, die viertleichteste oder viertschlechteste Truppe in diesem Spiel. Ganz am Anfang kommt Kamerun, dann kommt Japan. Und dann kommt, glaube ich, schon Frankreich oder zumindest als viertes. Und die beste Mannschaft in Nintendo World Cup ist, tada, Deutschland. Ja klar, wir waren ja 1990 auch Weltmeister. Mit einer bärenstarken Mannschaft. Und die zweitstärkste, die ist, ja, auch der zweite Platz von 1990, Argentinien. 16:0 übrigens, ja. Es läppert sich. Haben wir in der Halbzeitpause überhaupt abgegeben zum Heute-Journal? Und jetzt zum Heute-Journal mit Gundula Gause und Heinz Wolf. Ich gebe zu, ich gucke eigentlich nie das Heute-Journal. Nur wenn Fußball kommt, dann bleibt einem halt nichts anderes übrig. Oder man geht mal auf die Toilette, aber hört dann im Hintergrund, ja, das Heute-Journal. Ja, sollte eigentlich öfters mal das Heute-Journal gucken oder die Tagesschau. Ne? Liebe Kinder, nicht immer hier RTL 2 Action News. Wo berichtet wurde, von der Gamescom. Oh, gut, ist ja eigentlich auch wichtiger, ne?
So, noch eine Minute 20. Ich glaube, die 20 Tore schaffe ich jetzt nicht mehr direkt. Ey, hast du das gesehen? Ich fliege über den halben Platz. Ich hätte gern mal so einen Superschuss gemacht. Danke, vielleicht jetzt. Komm schon! Nee, nicht passen, du Bläh. Ja, was, I can't. Okay, dann eben so. Ey, ich stehe schon 20-0. Geile Scheiße. Also keine Angst heute Abend. Es wird nicht so knapp wie das Elfmeterschießen am Samstag. Das war ja nicht gerade unspannend. Heute Abend wird sehr langweilig. Deutschland wird bereits nach der ersten Hälfte mit 10-0 in Führung liegen. Die Franzosen sind nur noch mit Mühe und sehr, sehr viel Geld davon zu überzeugen, in der zweiten Halbzeit überhaupt den Platz zu betreten. So. Mesut, Marit, Junge, Mesut. Spazier ins Tor, das kannst du am besten. 22-0. Ich glaube, mein Rekord in diesem Spiel ist 42-0. Das war jetzt so eine Bombe. Ui, wir sind sogar drin gewesen, Freunde. Nicht übel. So. Die Zeit wird knapp. Ah. Wäre schön, wenn auch mal die KI Tor schießen würde. Immer muss ich hier die ganze Arbeit machen. Jo. So, hier kommt der Blinde wieder. Sieht aus, als hätte man ihn die Augen mit glühenden Schürhaken ausgestochen. Aber ich finde es auch cool, dass alle anders aussehen. Nicht so 0 auf 15 Gedönse. Hey! Hat mir die Eier getreten. So. Spiel vorbei! Okay, 22-0. Ein denkbar knappes Ergebnis. Die Franzosen waren kurz vor dem Einzug ins Finale. Guck mal, Mesut lacht. Der zweite von rechts sah aus wie Tim Wiese. So, jetzt käme noch die UdSSR, aber die ist ja schon längst ausgeschieden, Freunde. Drum, wisst ihr jetzt, wie das Spiel heute Abend ausgeht? Ihr braucht eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Ja, wir sehen uns dann beim Autokorso. Bis dann. Tschüss.